Werder Bremen spielt gegen Bayern München und nach der letzten Pleite, ganz ehrlich, denke ich, alles für die Defensive. Bayern kommt mit einem Kader an, der dreimal so teuer ist wie der von Werder Bremen. Aber das hat ja nichts zu sagen. Auch kleine Mannschaften können Werder schlagen oder andere Mannschaften schlagen, wie wir gesehen haben am Wochenende. So ein Drittligist schmeißt uns raus. Wenn man das Spiel gesehen hat, denke ich, stellt erstmal alles hinten rein, versucht erstmal 0-0 zu halten. Und über lange Pässe zu kommen, vielleicht auf die Stürmer vorn und dann versuchen, ein Tor zu schießen. Aber mein Bruder, der ist immer Bayern-Fan, der lacht mich immer aus. Also, hier, wenn wir alleine mal gucken, die letzten drei Spielzeiten, ne? Da hat Werder zu Hause gespielt gegen Bayern, haben wir 1-2 verloren. Dann haben wir in Bayern gespielt, also in München gespielt, haben wir 6-1 verloren, haben wir eine richtige Klatsche gekriegt. So, dann haben wir wieder zu Hause gespielt, haben wir 1-3 verloren. So, die letzten Spiele, wann haben wir denn da mal gewonnen oder mal ein Unentschieden gespielt? Also, wenn ihr das wisst, schreibt das mal bitte in den Kommentaren. Das ist doch Ewigkeiten her. Wir haben doch keine Chance, eigentlich uns hinten reinzustellen. Wenn wir auf totale Offensive gehen, dann schießen die uns ab. Die Spieler, die laufen schneller. Die sind technisch stärker wie wir. Wo sollen wir denn die Punkte daher kriegen? Wir können nur hoffen, ein 0-0 zu halten und dadurch mindestens einen Punkt zu kriegen, wenn überhaupt. Und wenn wir dann abgeschossen werden, dann können wir nur hoffen, dass wir nicht so viele Tore kriegen. Also habe ich jetzt die Aufstellung so gewählt, dass Palesgar im Tor bleibt. Jung spielt links, Friedel spielt Mitte. Wenn er denn kann, wenn er denn fit genug ist. Stark rechts, Piper rechts, Weiser rechts. Also das heißt, wir haben dann hinten eine ganz starke Abwehrkette drin, ne? Mit fünf Leuten. So, dann hast du ein Dreier-Mittelfeld, links Stage, in der Mitte der Lünen, weil den musst du erstmal bringen. Der hat die ganze Vorbereitung gespielt, der hat zwei Spiele gemacht. Warum der den Pokal nicht aufgestellt hat, ich verstehe das nicht. Bittenkrupp rechts, weil er ein bisschen eklig ist, in Hoffnung, dass er ein bisschen den Kane stören kann. Ja, und vorne stellt sich von alleine auf, Dutsch und Füllkrug natürlich. Dreiersturm sehe ich da überhaupt nicht, totale Offensive. Mich würde mal interessieren, wie würdet ihr aufstellen? Würdet ihr eher offensiv jetzt wählen gehen, Bayern? Defensiver eher rangehen und gucken, die erstmal kommen lassen und dann. Ja, die versuchen ein bisschen kaputt zu machen und wenn sie denn nicht können, dann nach vorne zu kommen. Wie würdet ihr gegen Bayern spielen? Postet doch mal am besten in den Kommentaren eure Aufstellung oder eure Meinung, wie ihr das seht. Haben wir überhaupt eine Chance, in diesem Spiel überhaupt einen Punkt mitzunehmen? Ich meine, man soll ja zu jedem Gegner hinfahren und versuchen, das Beste rauszuholen. Wir haben oft genug erlebt, dass kleinere Gegner mit Anführungszeichen große Gegner wegkloppen können. Und gerade am Anfang der Saison. Das kann Werder ja machen. Aber wenn man das sieht, das letzte Spiel, das hat mich so verzweifelt, da weißt du gar nicht, wie du da rangehen sollst. So depressiv hat mich das hinterlassen, dass ich auch da erstmal drüber nachdenken musste, die letzten Tage. Ja, ich habe versucht, Karten zu kriegen, um Stadion zu kommen, weil sie auch zu Hause spielen und ich ja nicht weit davon entfernt wohne. Ist ja nur so, normale Karten kriegst du ja nicht mehr. Du kriegst ja nur einen Schwarzmarktkarten und da kann ich euch nur sagen, lasst euch die Finger davon. Da sind so viele Betrüger unterwegs. Also was ich da Kontakte für hatte, ich meine, ich bin ja von vielen Leuten angesprochen worden. Hast du nicht irgendwie die Möglichkeiten, da ins Stadion zu kommen? Hast du nicht irgendwie Connections? Kannst du uns mitnehmen? Ja, das ist aber sehr schwierig, besonders weil Werder das jetzt ein bisschen verändert hat in Sachen Thema Kartenkauf und die Weiterverkauf mit einem Schwarzmarkt, ne? Also da sind nur komische Gestalten drauf, die wollen dein Perso haben mit einem Bild drauf und dann schicken sie dir die Karten zu und sowas. Ja, natürlich. Damit sie sich dann in anderen Diensten irgendwo mit deinem Perso und dein Gesicht irgendwo anmelden können und dann illegale Sachen machen können. Da habe ich ganz einfach die Finger von gelassen. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht ein anderes Spiel finde, wo ich dann mal hingehen kann, wo ich dann mal live dann berichten kann. Aber wie gesagt, das ist meine Aufstellung, das ist meine Meinung dazu. Mein Bruder wird mich bestimmt wieder aufziehen, aber ich gehe da fest von aus, wenn überhaupt, holen wir einen Unentschieden. Glückstreffer mit einem Tor. Oder wir kriegen da hinten richtig fünf rein.
Und nach der letzten Leistung, die wir abgeliefert haben, wundert mich das nicht. Ich meine, Friedel, ich weiß nicht, ob der jetzt fit ist. Ne? Der hat bei den letzten Videos, was ich gepostet hatte, der hat sowas von gehinkt. Ja, müssen wir abgucken. Also das wäre meine Aufstellung. Ja, sagt einfach in den Kommentaren was dazu, wie ihr darüber denkt. Ansonsten, ja, lasst uns mal schnacken nach dem Spiel. Ob wir dann weinen oder ob Frohsinn da ist, das werden wir dann sehen, ne?